Diego. Ich bin hier übrigens gerade alleine im Raum, deshalb gerade keine Maske. Kann ich euch mal das vorher zeigen? Es wird Zeit für ein Fresh Up. Einen wunderschönen guten Morgen. Frisch gebräunt, aber tatsächlich nur diesen Part hier. Also hier sieht man es auch richtig schön. Aber ich hatte gar keine Lust, ich habe es noch ein bisschen auf meine Hände gemacht, weil Hände, Gesicht und Dekolleté, weil ich da halt immer Masken und dolle Hautpflege und so, geht das viel schneller ab als an meinen Armen zum Beispiel. Aber es hat mir schon gereicht. Ich zeige euch jetzt auch gleich, wie ich das gemacht habe. Also, hiermit ist es halt super easy. Ich glaube, das kennt mittlerweile auch schon jeder. Ich habe das schon in einer Ewigkeit mal gezeigt. Das füllt man hier mit diesem Liquid auf. Dann kommt hier, seht ihr, ein ganz feiner Sprühnebel raus. Und damit kann es einfach nicht fleckig werden. Unmöglich. Ihr könnt sogar so ein bisschen konturieren. Ich gehe mal hier so ein bisschen mehr her. Und Hals und Dekolleté. Und ich mache das super gerne auf die Hände. Weil hier finde ich es immer recht schwierig tatsächlich, dass das sich nicht irgendwo absetzt, fleckig wird. Ich mache dann auch mal die Hände so ein bisschen auseinander. Und damit geht das so unfassbar easy. Also 10 Rebel. Mach! So, ich habe mich jetzt zu Ende ready gemacht und habe nicht mal konturiert, sondern das mache ich ja dann mit dem 10 Rebel. Und habe nur ein bisschen Blush aufgetragen. Sieht super natürlich aus. Ich lieb's. Ich fahre jetzt zum Friseur. Und ihr könnt in der Zeit shoppen. Mit meinem Code bei 10 Rebel. Es gibt übrigens mittlerweile sogar ein größeres Gerät. Der 10 Rebel Pro. Für den ganzen Körper. Dann könnt ihr komplettes Fake Tanning zu Hause machen. Leute, ich zeige euch die Haare morgen. Weil jetzt ist das Licht schon so weg, aber sie sind einfach perfekt geworden.